Grüße und willkommen zurück zum Bausimulator 2022. Ich grüße euch. So, pass auf jetzt. Wir hatten letzte Folge noch geguckt wegen Fertigkeiten. Da habe ich jetzt noch nichts gemacht. Fertigkeiten. So, ne? Hier können wir jetzt Fertigkeiten irgendwie wählen. Frage. Fitness. Du investierst in ein Fitnessprogramm für junge Unternehmer und es lohnt sich. Du bist flink wie eine Gazelle und springst und kletterst geschmeidig wie ein Panther. Nächste Stufe 10%. Ja. Meisterschrauber. Du kennst jede Baumaschine wie deine Westentasche und hast gelernt, den unumgänglichen Verschleiß durch Nutzung zu reduzieren. Das ist natürlich nicht schlecht. Wie viele Punkte haben wir? Steht das hier irgendwo? 2 Stück. So, das würde ich mal hier einreihen. Bei Verhandlungen beeindruckst du Vertragspartner durch deine Redekunst und erhältst du einen Bonus für jeden erfüllten Job. Den würde ich auch noch mitnehmen. So, hat man 2 Punkte. Das haben wir jetzt gemacht. So, dann haben wir Ausbaustufen. Auftrag. Freigeschaltet. Hilfsarbeiter. Was haben wir hier? Firmengelände. Ab jetzt hast du ein zweites Firmengelände in der Stadt. Bevor du es betreten kannst, muss der Auftrag Expansion aus der Eröffnungskampagne erfüllt sein. Ich habe keine Ahnung. Aufträge, Baumaschinen. Eingelagerte Baumaschinen werden automatisch 2% schneller pro Minute repariert und 4% schneller pro Minute getankt. Du erhältst außerdem 5% Rabatt beim Fahrzeughandel. Besitze insgesamt 3 Baumaschinen, um einen Mechaniker vor Ort einzustellen. Der Mechaniker kümmert sich um alle anstehenden Reparaturen. Okay, das ist cool. Kaufe Firmengelände 2, Auftrag Expansion. Also wir brauchen 3 Maschinen und Firmengelände 2. Sehr schön, das brauchen wir irgendwie. Hier war ich auch noch nicht gewesen. Okay, pass auf, Jobs. Aufträge, wir haben nur noch diesen einen hier. Planung. Bei den meisten Aufträgen kannst du vor Annahme auf der linken Seite Menü einstellen, ob der Auftragsumfang niedrig, mittel, hoch sein soll. Damit wird festgelegt, wie umfangsreich die einzelnen Arbeitsschritte auf der Baustelle ausfallen. Das können zum Beispiel mehr Bauelemente sein, die von dir gesetzt werden müssen oder größere Flächen, die bearbeitet werden sollen, um eine Aufgabe abzuschließen. Durch das Einstellen des Auftragsumfangs ändert sich meist auch die Dauer und der geschätzte Gewinn, den du am Ende erhältst. Tipp: Im Mehrspieler lohnt sich ein höherer Auftragsumfang. Häufig gibt es mehr als eine geeignete Baumaschine, um eine Aufgabe abzuschließen. Wechsle mit der angezeigten Eingabe auf der rechten Seite in diesem Menü durch alle empfohlenen Fahrzeugklassen für die selektierte Aufgabe eines Auftrags. Tipp: Wenn du einmal nicht genau weißt, welche Baumaschine benötigt wird, kannst du hier nachgucken. Sehr schön, okay, krass. Jetzt könnte man hier Auftragsmittel, Auftrag hoch. Aber hier sieht man halt nicht, ne? 4 Abschnitte. Ja, machen wir Mittel. Mittel finde ich hier als LP schon recht gut. Auftrag annehmen. Sehr schön. So, jetzt haben wir einen Auftrag. Baumaschine mieten, Baumaschine. Ach du Scheiße, okay. So, asphaltieren. Miete einen Schwarzdeckenfertiger. Das müssen wir als erstes machen. So, Schnellreise. Ein Schwarzdeckenfertiger. Wer hätte es gedacht? So, moin. Wir brauchen einen Schwarzdeckenfertiger. Hier haben wir ihn doch. Mieten. Jawohl. Sehr schön. Steige in diese Maschine ein. Jawohl, das machen wir auch gleich. Oh, genial. Ich würde vorschlagen, dass du zuallererst beim Fahrzeughandel einen Schutz... Ja, wow. Aber du bist ein Knaller, ey, ohne Witz. So, jetzt müssen wir hier hin, oder was? Schnellreise. Ah, so toll, dass man die Schnellreise benutzen kann, ehrlich. So. Ist das wieder mit... Asphalt hier. Hinweis, was ist jetzt? Verkehrsstraße ab. Asphalttransport. Warte mal, ich muss nur kurz zurückfahren. So. Asphalttransport. Miete einen Asphaltkipper. Okay, das heißt für uns aussteigen. Ja,
Wieder zum Fahrzeug kann. Also krass, oder? Du bist ja eigentlich nur am Hin- und Herporten. So, einen Asphalttransport brauchen wir. So, okay. Da haben wir Kaltfräse, Asphaltwalze, Asphalttransport. Jetzt müssen wir mal gucken, welcher das ist. Planierraupe, Bagger, Betonpumpe, Betonmischer. Wo haben wir hier den Asphalttransport? Asphaltwalze? Ich will keine Asphaltwalze. Muldenkipper, Zugmaschine, Zugmaschine, Betonmischer. Ist das nicht so ein Betonmischer? Asphaltkipper, hier. Hier haben wir einen Asphaltkipper. Ja, nehmen wir den. So, steige in den Asphaltkipper. Da müssen wir bestimmt wieder ins Kieswerk. Könnte ich mir vorstellen. So, fahre zum Kieswerk. Wer hätte es gedacht? Ey, ehrlich. Schön. Schnellreise. Jetzt müssen wir Asphalt holen. Ach, cool. Machen wir mal eine Straße. Sehr schön. Gehört ja auch dazu, ne? Au. Stopp. Was jetzt? Das soll... Ach, haben wir schon? Okay, krass. Asphalt, Baumaschine bewegen. Alter, ist das ein Ding, ey. Wahnsinn. Ja, aber komm, hier, ja, ich mich jetzt hier zum Gastbau mache. Schnellreise. Sehr nice. Ja, wir arbeiten uns schön durch die ganzen Aufträge durch. Baumaschine befüllen. Erfahre rückwärts an den Aufnahmebehälter des Schwarzdecken und hebe mit Frachtkran. Okay, krass. So. Boah, Alter, die Koche ist jetzt auch hier vom Handling her. Ist das sehr extrem. Könntest du bitte... Drücke rückwärts. Und jetzt? Ich muss doch bestimmt die Maschine ja wieder irgendwas öffnen oder so. Hundertprozentig. Konstruktion. Warte mal. Ach, cool. Okay, nice. Das haben wir Asphalt auftragen. Nun fahre den Kipper noch zur Seite, um etwas Platz zu schaffen. Freunde, warte. So, wie mache ich jetzt hier Funktion? Ah, okay. Ich verstehe. Bisschen lustig aus. Alter Verwalter, ey, ohne Witz. Das ist hier mit den Steuerungen zurechtzukommen, ist halt manchmal nicht so einfach, ne?
warte. Es war klar, dass der jetzt wieder hochgeht. Alter! Junge! Die Steuerung, oh Mann, das ist einfach alles viel zu fein auch eingestellt. Komm, gib mir die 100% jetzt bitte. Ja, das sieht gut aus. Oh, Gott sei Dank. So. Okay, verdichten Asphalt. Miete eine Asphaltwalze. Sehr schön, raus hier aus der Karre. Jetzt brauchen wir noch eine Asphaltwalze. Ja, da müssen wir jetzt wieder hier zum Handel hin. Oh, das ist echt Wahnsinn. Also, die ganze Funktion von den ganzen Maschinen, das ist schon echt nice. So, jetzt brauchen wir eine Asphaltwalze. Asphaltwalze, hier haben sie doch. So, steige in die Asphaltwalze ein. Nee. So, rin. Dahin. Sollen wir das ganze Ding hier noch asphaltieren, walzen. Ja, das geht eigentlich relativ gut. Ja, aber krass, Wahnsinn, was man hier alles so machen muss. Spaß macht es trotzdem, ja, also das sollte man jetzt hier auch nicht falsch verstehen, also Spaß habe ich trotzdem da dran ohne Ende. Sehr schön, das war's. Baustelle räumen. So, das heißt, wir gehen erstmal unter Map, gehen unter Firma, unter Fuhrpark und jetzt das hier zurückgeben. Zurückgeben. Und zurückgeben. So. Für deinen ersten Asphaltierversuch. Wenn du eine Gemüsebauern nicht mehr benötigst, gibst sie über den. Ja, ich ja gerade gemacht, sprich mit habe. Guck mal hier, das haben wir jetzt gerade gemacht, ne? Hier, diesen Straßenabschnitt. Genial. So, mein Freund, was ist los? Achso, das war's schon. Verkehrsstraßenauftrag abgeschlossen. Yeah! Arschball, Käffchen. Oder lasst uns eine Runde zum Festchen gehen. Das war gute Arbeit. Die Asphalt wäre eine gute Erweiterung für den... Ja, der mit seiner Erweiterung für den Fuhrpark. Alter, jemand hier auf die Eier. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine neue Maschine. Die müssen wir uns jetzt kaufen. Damit wir jetzt unseren nächsten Dings kriegen. So, was kaufen wir denn? Was könnte man hier brauchen? Ja, ich weiß nicht, Asphalt, wie oft brauchst du Asphalt? Was wäre jetzt ein sinnvolles? Den Pickup brauche ich ja schon überhaupt nicht. Was wäre denn jetzt überhaupt allgemein am sinnvollsten? Also eigentlich ein Kran. Aber wo haben wir denn die Krane? Hier, guck mal. Der kostet 256.000, der kostet 97.000, der 100. Oh, der wäre am teuersten. Das ist eigentlich wurscht, oder? Ausstellungsraum. Ja, ist halt die Frage. So ein Kran wäre schon eine sehr gute Erweiterung. Wir haben 369.000. Der kostet uns 256, wäre mir ein bisschen zu teuer. Wenn ich hole mir erstmal den kleinen, damit wir erstmal überhaupt was haben. Ich weiß ja auch nicht. Warte mal, Ausstellungsraum. Erheben. Tageskosten. Beim Mieten, beim Kaufen. Was jetzt im Ausstellungsraum kannst du dir neben wichtigen Informationen zu jeder Baumaschine auch deren Aussehen im Detail vorab anschauen. Rabatte, die
du auf den Miet- oder Kaufpreis erhältst, werden hier ebenfalls aufgeführt. Wäge in Ruhe ab, ob dies der richtige Zeitpunkt für einen Fahrzeugkauf ist oder eine Miete erstmal ausreicht. Mein Gott. So, heben, gießen kann der beides. Mieten, kaufen. Ja, aber du siehst jetzt nicht, wie viel Dings der, ne? Ja, komm hier, die kaufen wir jetzt einfach. So, zack. Haben wir ihn gekauft. Erledigt der Fall. Sehr schön. Habe ich den Kran jetzt? Wo ist denn jetzt mein Kran eigentlich hin? Du hast. Ja, ich weiß, dass wir jetzt ein Ziel erreicht haben. Das war jetzt ja auch Sinn und Zweck. Firmengelände? Wir gehen erstmal aufs Firmengelände. So, jetzt immer nach der Reihe nach, ja? So. Stehen jetzt hier eigentlich. Okay. So, jetzt Firma. Ausbaustufen, drei Baumaschinen. Kaufe Firmengelände 2. Das muss man als nächstes machen. Auftrag Expansion. Mechaniker. Den können wir jetzt kaufen, oder wie? Ja. Eingelagerte Baumaschinen werden genau. So, haben wir auch gemacht. Sehr schön. Und was haben wir hier? Firmengelände 2. Genau. Kaufen. Sehr schön. Haben wir das auch gemacht. Jetzt haben wir quasi hier im ersten Abschnitt, haben wir so gut wie alles erledigt. Auftrag Expansion. Den müssen wir jetzt als nächstes machen. So, Profil. Haben wir neue Fertigkeitspunkt. Wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt. Mit Verhandlungen wäre jetzt natürlich auch eine Krangeschwindigkeit. Das Handling beim Drehen eines Krans geht hier einfacher von der Hand und du versetzt Lasten auf der Baustelle schneller und präziser. Okay, auch sehr interessant. Schaufel, Kapazität, Schüttgutkapazität, Asphalt, Fitness. Ja, ich würde jetzt hier erstmal das ausbauen. Ne, guter Geschäftssinn. Das ist eigentlich relativ gut. So, Kampagne, das hat man ja gemacht. Ne, hier können wir noch nichts machen. Finale können wir auch noch nichts machen. Einmal zurück. Aufträge. Ach du Scheiße. Oh. Haben wir irgendwo Gartenanlage? Transport? Ah, hier müssen wir nur einen kleinen Transport. Guck mal, geschätzter Gewinn. Sehr interessant. Das können wir ja vielleicht mal machen. Kanalisation ist auch sehr interessant. Transport hätten wir ja auch. Da brauchen wir auch einen Auflieger. Parkplatz. Hier müssten wir einen Parkplatz machen. Hier haben wir nochmal einen Parkplatz. Hier haben wir einen Schüttgutabtransport. Hier haben wir nur einen Transport und hier haben wir einen Garten. Okay, Firma. Ausbaustufen. Ja, wir brauchen Expansion. Erfülle alle Anforderungen der Ausbaustufe S, um M freizuschalten. Erfülle alle. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Okay. Erfülle den Auftrag Expansion aus der Eröffnungskampagne, um das Level S abzuschließen. Weil alles andere haben wir ja freigeschalten, siehst du ja hier, ne? Okay, krass, wir müssen den Expansion aus der Eröffnungskampagne. Da bin ich mal gespannt. Handbuch, Fortschritt, Kampagne. Hier, Fortschritt. Ne, wir müssen uns ja auch mal ein bisschen durchforsten. Dieser Bereich zeigt dir an, was du im aktuellen Spiel bereits erreicht hast und welche Herausforderungen noch auf dich warten. Wähle eine Fortschrittskarte aus und sieh dir auf der linken Seite an, was deren Erfüllung noch zu tun ist. Um den Gesamtfortschritt in der Statistik abzuschließen, muss der Fortschritt sowohl mit einer Firma im EU-Szenario als auch im US-Szenario jeweils zu 100% abgeschlossen sein. Okay. So, Kampagnen. 0 von 12. Sehr schön. Aufträge 3 von 50. Standorte. 8 von 49, okay. Vermögen. Bis 50 Millionen können wir anhäufen. Sammlerstücke. Mit guter Beobachtungsgabe lassen sich so manche Schätze finden. Stürze dich ins Abenteuer und finde sie alle. Okay, krass. Fahrzeugklasse. 3 von 38. Firmen. Erweiterung. Meilensteine. Mehrspiel. Naja, gut, Mehrspiel habe ich jetzt nicht. Okay, krass. Es ist sehr interessant hier. Letzter Job. Ja, die letzten Jobs kannst du hier, wie lange wir hier gebraucht haben, ne? Sehr interessant. Angebote. Aktive Jobs haben wir nicht. So, Kanalisation, Parkplatz. Ich würde jetzt hier den mal annehmen. Auftrag annehmen. Sehr schön. Nimm den Auftrag Explosion an, um dein Firmengelände nutzen zu können. Okay. Wo habe ich denn jetzt? Warte, ich muss kurz mein LKW muss ich rausholen. Firma, Fuhrpark, LKW,
Perfekter Zustand, Fahrzeughalle, auslagern. So. Jetzt müsste der LKW ja, da steht er. So, Auftrag, Transport, Elemente verladen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt müssen wir da müssen wir hinfahren, Leute. Da kommen wir nicht drum rum. So, warte, ich muss gucken, wo wir hinfahren. Wir fahren raus. Okay, noch da. Oh, zeige ich jemanden überfahren. Das tut mir jetzt aber nicht leid. Jetzt läufst du einfach vorbei. Glaubst doch wohl. So, jetzt müssen wir diese Elemente verladen. Das mal wieder wegmachen, danke. Stopp. Jawohl, haben wir gemacht, habt ihr alle gesehen. So. Jetzt müssen wir irgendwie vier Elemente verladen. Jetzt müssen wir erstmal dahin fahren. Ich würde sagen, das machen wir noch in der Folge. Auf jeden Fall. Okay, wenn der jetzt anhält, dann fahre ich einfach. Entschuldigung. Das war Kirschgrün, Junge. Glaub's doch wohl. Ja, Mann. Ah, ich aber. Jo, guck mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. Was ist denn das? Steig mal aus hier, Junge. Da ist ein goldener Hammer. Alter, geh weg. Hier, guck mal, ein goldener Hammer. Wie geil. Was ist das? Sammlerstück. Ach, krass. Ein von 100. Ja, willst du mich verarschen? Aber so sehen die aus. Okay, sehr interessant, Leute. Sehr, sehr interessant. Möchte natürlich alle haben, das ist klar. So, okay, weiter jetzt. Wir müssen jetzt immer da noch verladen. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung gibt es hier also auch. Das ist einfach so lächerlich. Ja, machen wir Radatten. So, die Dinger müssen wir jetzt irgendwie aufladen. So. Okay. Na dann, Freunde, lasst uns aufladen. Halt hoch. Du sollst erstmal zurückfahren. Okay. Ja. Genau. Halt, andersrum. Anderer Strom, mein Junge. Runter. Nach hinten. Okay, das haben wir auch.
Ja, aber man, ne, man fuchst sich ja halt so rein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt wird es auch noch dunkel. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, noch Strom. Nein, 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 hoch, zurück. Nein, andere Richtung. Ja, machst du gut. Sehr schön. So, das letzte noch. Halt, das war jetzt. Jetzt auf einmal hat er einen Ruck gemacht, weißt du? Geil. Ah, schön. Ach toll. Da macht er doch auf einmal so einen Ruck nach vorne. Ah. So. Ja, komm, ist egal. So. Jetzt kannst du hier. Ja. Zurücksetzen. So, okay, Palette, Chemie. Jetzt müssen wir da hinfahren, okay. Haben wir jetzt hier eigentlich, okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier das Fragezeichen auf jeden Fall noch freischalten. Da hätte ich schon Bock drauf. Weil ich möchte ja auch die Map so sehen, dass wir irgendwann alles frei haben. So, wie sieht's aus von der Zeit? Das machen wir noch fertig, oder? Tankstelle hier wahrscheinlich, oder? Ja, was denn? Wieso aktivierst du die nicht? Ich stehe doch hier. Wir fahren jetzt einfach mal durch. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie freigestellt. Freigestellt. Wie sieht's denn aus mit dem Tanken? Ja, haben wir getankt. Reparieren hätten wir auch gekonnt, aber egal. So, jetzt müssen wir da hinfahren. Okay, lass uns einfach mal ein bisschen rumgurken. Ah! Ah! Ist hier wieder ein Blitzer? Ah, ja, das ist auch, weil es auch immer die Map noch laden muss, ne? So, raus hier. Wie schnell darf ich hier fahren? 70. Ja, Vorfahrt, Junge! Sollen das, du Kasper? Kann ja wohl nicht wahr sein. Entschuldigung. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, krass. Innenansicht. Auf K könnte ich ja wechseln. Ja, komm, das ist die Innenansicht, ist einfach so bedeppert. Ja, aber hier hat es ab und zu noch so ein paar Ruckler, ne? Das kann aber auch an die KI liegen hier. Die Fahrzeuge, weil das ist. Alter, was los mit euch? Da kommt nichts und der fährt nicht. Ja, fahr doch mal zu, Junge! Sonntagsfahrer! Das ist so bescheuert. Diese KIs, wieso macht ihr die KIs so kacke? Ehrlich, da ist kein Mensch auf der Straße. Die fahren einfach nicht. Das ist so nervig. So, warte mal, hier haben wir gleich auch noch ein Fragezeichen. Das können wir noch mit freischalten. Ich hoffe, das geht. Das ist wieder eine Tankstelle. So, kurz mal rein. So. Fortschritt entdeckt. Tankstelle entdeckt. Ne, Fortschritt, Tankstelle entdeckt. So rum. 10 von 25. Also es gibt 25 Orte hier wahrscheinlich, die wir freischalten müssen. Und wenn wir das haben, dann können wir halt alle, ne? Alter, wackelt das hier. Okay, Leute, das ist echt heftig. Das liegt hundertprozentig an diese KI-Autos hier. Das ist einfach alles noch so. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll.
Komme ich da jetzt rüber? Ja. Weil da drüben sind wir noch ein Fragezeichen. Hier ist eine rote Ampel, Junge. Eine rote Ampel! Wieso habe ich nur... Ach ja, wir hatten ja den Kran gekauft und das für Milente 2, genau. In der nächsten Folge gucken wir dann mal, dass wir diese Expansion machen. Was? Wop. So, das ist wieder eine Tankstelle wahrscheinlich. Ja, so viele Tankstellen hier, das ist echt Wahnsinn. Wir haben wieder rot. Alter, nur rot hier, ey, was los? Ist ja wie bei uns. Mann. herrlich. So. Na los. Ja, nicht die ganze Nachtzeit. Mal hin. Jetzt. So, wir fahren wieder kurz einmal durch die Tankstelle durch. Damit wir sie freischalten. Genau. So, dann fahren wir natürlich hier oben raus. Ja, mach Platz. Ja, was darfst du kein Mensch erzählen hier, wie ich hier rumgurke. Da drüben mit meinen anderen fahren, ja, ist jetzt egal. Das liegt halt nicht auf dem Weg, ne? Ich würde gerne nur die mitnehmen, die wirklich auch auf dem Weg liegen. Oh, wenn sie hier wieder stehen, dann nehmen sie mir den Führerschein weg, so schnell wie ich fahre. So. Alter, das ist, weil das hier aber wackelt und ruckelt und zuckelt und hast du nicht gesehen. Das ist einfach der Hammer. Kann man den Verkehr nicht ausschalten? Ey, ohne Witz. Also, zum Testen jetzt. Also, ich würde es gerne mal testen. Ob das hier auch wirklich an dem Verkehr liegt. Was haben wir da drüben? Das ist einfach nur eine Tankstelle. Na komm. Ja, Tankstelle freischalten, sehr schön. Ja, Vorfahrt! Junge! So. Entschuldigung. Ja, es ist aber so. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier an unserem Zielort angekommen. Sehr schön. 10 Kreuze, ey. So, Bauhof entdeckt. Na, das ist doch nice. Ein Bauhof, sehr schön. Ja, Herr Bauhof. Ja. Aber umso länger du rumfährst, umso stockiger wird es halt. Ne? Oh, guck mal, wie das hier hakt. Merkst du das? Wie das... Das ist Wahnsinn. So. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin froh, wenn wir den Auftrag fertig haben. Jetzt mache ich es ein bisschen schneller. Weil es sieht nur echt ein bisschen auf die Ketten. So, komm. Scheiß drauf. Ja, es geht, ne? Nee, du musst zurück, mein. Da haben sie sich einfach nur auf dieses Weiße da unten konzentriert. Wir fahren mal hoch. Jetzt musst du nämlich den Arm einknicken, genau. So, siehst du, hast du gesehen? Dann so.
Sehr schön. Sprich mit dir vor weiter. Warte. Zurücksetzen. Alter, wackelt das. Das ist echt Wahnsinn. Das liegt hier so extrem, das ist krass. Hallo Herr Vorarbeiter. Bauhof. Ja, wer hätte es gedacht? Der Bauhof. Sehr schön. Geld gemacht, genau. Boah, liegt das hier? Warum? Nein, 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 nein. Was machst du denn? Mensch, das ging ja noch einmal mit dir, aber... So, Firmengelände. Schnellreise. Gut, Freunde. So, da haben wir diesen kleinen Auftrag erledigt. Und ja, da schauen wir halt beim nächsten Mal, was wir als nächstes machen. Aber hier, das leckt gerade auch hier übelst rum, ne? Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt hier schon wieder leckt. Ich werde gleich mal in den Einstellungen ein bisschen was gucken. Und dann schauen wir mal. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.